Hallo und herzlich willkommen hier bei Regio TV und mit einer neuen Folge von Regio Tausch. Heute habe ich mir mal gedacht, ich möchte auch mal was Materielles haben, einen Gegenstand. Und da bin ich heute mal hier bei 1817 beim Fahrradladen Bünger hier in Lohne und da gehe ich jetzt erstmal rein. Hallo! Könnte ich einmal mit dem Chef sprechen oder wo ist der zu finden? Der ist da hinten in den Fahrrädern. Okay, danke schön. Moin! Hallo, ich begrüße hier den Inhaber von 1817 Bünger Bikes, den Stefan Bünger. Hallo. Hallo. Was können Sie mir zu diesem Geschäft sagen? Ja, wir sind jetzt seit letztem Sommer hier, genau Mitte Juni, haben wir hier das Geschäft eröffnet. Vorher waren wir 9 Jahre in Steinfeld und ja, jetzt beginnt die Fahrradsaison. Stress. Was läuft denn gerade so am besten? Ja, E-Bikes natürlich in aller Munde im Moment und da auch nicht nur für die ältere Generation, sondern auch für das jüngere Publikum mittlerweile. Ja, was ist denn beim E-Bike so interessant oder warum wollen so viele Leute ein E-Bike haben? Das Image ist jetzt ein ganz anderes mittlerweile. Es gilt nicht mehr für alte und kranke Leute, sondern sowas hier zum Beispiel, ein schönes Fatty Mountainbike. Da fahren die Jungen auch mal so durch die Gegend und natürlich auch im Wald, auch durch die dickste Matsche und kommen da geschwind und ganz entspannt durch. Gibt es denn einen Trend, was Farbe oder Form oder generell so ein angeht? Allgemein so ein bisschen sportlicher mittlerweile das Ganze. Wie sieht das denn mit dem Aufladen aus? Kann man das direkt mobil wie beim Handy mit so einer Ladestation oder muss man da direkt an irgendeiner Ladetankstelle, Ladestation hinfahren oder wie ist das? Also generell, wenn ich unterwegs bin und mein Ladegerät dabei habe, kann ich natürlich in jeder Kneipe oder Raststätte meinen Akku aus dem Fahrrad rausnehmen und dann da mit ins Geschäft bzw. ins Restaurant mitnehmen und da eine Stunde aufladen. Oder es gibt auch mittlerweile auch in Lohne irgendwie, glaube ich, 2 oder 3 Stationen, wo ich meinen Akku separat aufladen kann. Wie lange hält so ein Akku? Wie lange kann man damit fahren? Also die heutigen Akkus mittlerweile ungefähr um die 100 Kilometer, je nachdem in welcher Unterstützungsstufe ich natürlich unterwegs bin. Wenn ich die ganze Zeit auf der stärksten Stufe bin, kriege ich die natürlich auch in 30, 40 Kilometern platt. Und dazu noch irgendwie Gegenwind oder zu wenig Reifen oder Luftdruck in Reifen habe, dann geht das Ganze natürlich viel schneller leer. Sie sagten gerade was von Stufen. Was bedeutet das? Was kann ich mir darunter vorstellen? Wie schnell kann so ein E-Bike fahren? Also es gibt verschiedene Unterstützungsstufen, in der Regel so 3 bis 4 Stück, je nach Hersteller. Und geht los mit wenig Unterstützung, die Eco-Stufe, und dann immer mehr an Unterstützung bis hin zu Turbo, wo der Akku dann natürlich auch mehr Strom frisst, wo die Reichweite dann nicht so groß ist. Ansonsten unterstützen die dann alle bis 25, 26 km/h, außer ich habe jetzt ein S-Pedelec, so heißen die dann richtig, diese schnellen, die unterstützen dann bis 45 km/h. Da brauche ich dann allerdings ein Versicherungskennzeichen, da besteht Helmpflicht und ich darf auch nicht überall fahren. Werden denn überhaupt noch normale Fahrräder, überhaupt ohne Motorantrieb, werden die noch verkauft oder ist die Nachfrage nach denen noch groß? Also natürlich werden auch noch motorisierte Fahrräder verkauft, lege ich auch Wert darauf, dass ich sowas auch noch da habe, logischerweise. Sollte man auch nicht vernachlässigen, den Kunden muss man auch noch was da haben, ja. Okay, bieten Sie denn auch noch was anderes an, außer Fahrräder? Natürlich haben wir eine Werkstatt, wo dann auch die Fahrräder regelmäßig gewartet werden oder auch andere Räder, nicht motorisierte, logischerweise repariert werden. Jetzt haben wir hier lange genug geredet, ich bin aber zum Tauschen gekommen. Ja, und also es ist natürlich für die Integrationsgruppe Lohne und wir haben einen Gutschein von Kuhhake und ich möchte, dass Sie auch was tauschen. Wollen Sie überhaupt mitmachen? Selbstverständlich machen wir da mit. Wie wäre es mit dem hier zum Beispiel? Wie wäre es hiermit? Ein Jugend-Mountainbike, hat einen Wert von ungefähr 450 Euro, passt auch gut zu deinem Outfit. Ich nehme das natürlich gerne und ich gebe Ihnen jetzt hier den Gutschein. Ich bedanke mich, ich mache mich jetzt auf den Weg und such den Nächsten, der mit mir tauscht. Dankeschön. Ich danke auch und viel Erfolg weiter. Ja, danke.
Ich gehe jetzt rein, überrasch Tommy, weil der wartet drinnen und ich bin gespannt, was der sagt. Ja, lieber Lars, mich freut es ganz sehr, dass du heute wenigstens erfolgreich warst und ein Fahrrad bekommen hast. Eine tierische Sache. Wie Sie alle wissen, sind wir jetzt in der 6. Woche schon unterwegs. Hier in Lohne für die Integrationsgruppe zu tauschen. Mit einem Osterei haben wir angefangen. Und damit Sie sehen, wie erfolgreich wir schon waren und was wir alles schon ertauscht haben, hier nochmal ein kleiner Rückblick. Ja, man kann sehen, die Lohner sind dafür, dass wir etwas Gutes tun für die Integrationsgruppe und dass bei so Dreharbeiten nicht immer alles perfekt ist. Das wollten wir Ihnen eigentlich nicht zeigen, aber ich finde, manche Sachen sind einfach so lustig, das können wir Ihnen nicht vorenthalten. Ja? So, ich habe jetzt das iPhone, Tommy, und ich gehe jetzt durch Lohne und klingel bei den Häusern und gucke, was ich aus dem Ei mache. Quirkle, was immer das heißen soll. So, hallo liebe Zuschauer, nochmal neu bitte. Mein Herr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klingel. So, ich habe von Tommy jetzt was bekommen und zwar... So, hallo, nochmal neu. Hallo, hier ist der Inhaber von 1817 Bünger, hier der Stefan Bünger, hallo. Hallo, 1817 Bünger Bikes, Entschuldigung. Ach, Entschuldigung, nochmal neu, ja. Was wird denn hier am meisten verkauft oder was, woran liegt der Stress? Was kaufen die Leute am meisten? Was wird am meisten verkauft? Ich soll nicht immer tierisch sagen. Egal. Der lacht dann da hinten. Ja, lieber Lars, ich freue mich nicht tierisch, sondern... Gut. Noch tierischerer. Ja, liebe Zuschauer, das war's diese Woche vom Regiotausch. Ich hoffe, wir konnten Sie ein wenig unterhalten und denken Sie dran, wenn Sie noch der Meinung sind, mit
zu machen, dann schreiben Sie uns einfach unter info@regiotv.de oder rufen Sie hier im Studio an. Wir würden uns sehr freuen, wenn der eine oder andere noch sagt, ich mache mit, das ist eine gute Sache. Von hier aus sage ich erstmal Tschüss. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder um 18 Uhr hier bei Regio TV.